Laut Kelly Rowland hat sie Usher vor 2 Jahren dazu inspiriert, sich vom R&B hin zur reinen Dance-Musik zu bewegen. Und ein wenig Inspiration täte ihm auch in dieser Woche gut. So aber bleibt er mit DJ Gaga's Fallen in Love unbewegt auf Platz 20. And I'm crazy, but you like it. Weil Shakira im Schneechaos von Paris stecken blieb, musste sie ihr ausverkauftes Konzert in Frankfurt kurzfristig absagen. Die Enttäuschung der Fans lässt sich offensichtlich auch in den Charts ablesen. Loca fällt von der 13 auf die 19. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wird das erste von geschätzten 10 Michael Jackson-Alben veröffentlicht. Die erste Single erfüllt aber scheinbar nicht ganz die Erwartungen der Fans. Michael Jackson und Akon steigen mit Hold My Hand auf Rang 18 ein. Nun ist es amtlich. In einem Interview erzählte die schwangere Pink, dass sie ein Mädchen erwartet. Weniger freudige Nachrichten gibt es aus den aktuellen Charts. Raise Your Glass fällt um 2 Plätze auf die 17. Songs aus Werbespots der Telekommunikationsbranche bleiben derzeit angesagt. Thomas D. und der mit einer Werbekampagne gesuchte größte Online-Chor finden auch in dieser Woche ihre Käufer. Million Voices steigt von der 17 auf Platz 16. Like a G6. Far East Movement haben allen Grund zum Feiern. Nachdem ihre Single in den USA bereits mit Platin ausgezeichnet wurde, bekamen sie nun auch noch kanadisches Gold verliehen. Und auch bei uns läuft es weiterhin rund. Like a G6 steigt von der 16 auf die 15. Gerade wurde bekannt, dass David Guetta wieder für einen Grammy nominiert wurde. Nach so viel Ehrerbietung in den USA wird er es wohl aushalten, dass es mit der aktuellen Single bei uns bergab geht. Who's That Chick fällt um 8 Plätze auf Position 14. Vor einem Jahr waren Hertz noch mehr oder weniger arbeitslose Teilzeitmusiker, bis sie diese unglaubliche Blitzkarriere hinlegten. Völlig zu Recht besingen sie also auch in dieser Woche das wundervolle Leben. Wonderful Life fällt leicht von der 12 auf die 13. Dich an mir fest. Wenn ein Leben dich zerreißt. Nachdem die neue Popstars-Band Laviv gefunden und vor allem komplett ist, macht die Jurorin schon mal in vorauseilendem Gehorsam Platz in den Top 10. Revolverheld featuring Marta Jandova fallen mit Halt dich an mir fest von der 10 auf Platz 12. Katy Perry hat erklärt, dass sie nach der Hochzeit mit Russell Brand nun auch dessen Nachnamen annehmen möchte. Bei uns ist Frau Brand aber noch mit altem Namen und Firework auf Platz 11 eingestiegen. In den Longplayer-Charts steigen Madcon mit dem neuen Album Contraband in dieser Woche auf einem etwas enttäuschenden Platz 88 ein. Deutlich besser läuft es dafür mit der aktuellen Single Freaky Like Me, steigt um 4 Plätze auf die 10. Im Interview erzählte Ello Black, dass er sich vor allem wünscht, dass die Menschen mehr Mitgefühl entwickeln und zeigen. Zumindest haben sie in dieser Woche einmal mehr Interesse an seiner Single gezeigt. I Need a Dollar bleibt unverändert auf Platz 9. Gerade veröffentlichte Leona Lewis ihr erstes Live-Album mit Aufnahmen von der Labyrinth Tour. Die deutschen Fans haben aber offensichtlich auch weiterhin Spaß an den sterilen Studioklängen. Run steigt von der 11 auf die 8. Der Graf glaubt, dass er die Welt mit seiner Musik ein kleines bisschen besser macht. Unstrittig ist auf jeden Fall, dass die Fans mit ihren Käufen seine Chartplatzierung ein kleines bisschen besser gemacht haben. Unheilig steigen mit Winter um 1 Platz auf die 7. In dieser Woche begann der Vorverkauf für Rihannas Deutschlandtour im Oktober 2011. Weil das aber ja noch ein Weilchen hin ist, investierten die Fans lieber nochmal in CDs statt Tickets. Only Girl in the World steigt von der 7 auf Position 6. When I see you. Bruno Mars bewies gerade in einer New Yorker Bar, dass er ein ausgesprochener Karaoke-Fan ist. Aber auch die eigenen Lieder wird er wohl noch eine Zeit lang singen müssen. Just the way you are fällt minimal von der 4 auf die 5. Auch wenn Daxhorst 2009 ihr erstes Album selbstbewusst gleich mal Greatest Hits nannten, ihr bisher größter Hit ist darauf nicht enthalten. Kein Wunder also, dass die Fans weiterhin zur Single greifen. Barbara Streisand steigt um 1 Platz auf die 4. Das Reich der Sonne währte nur kurz. Nach nur einer Woche müssen Empire of the Sun die Chartspitze schon wieder räumen. We Are the People fällt von der 1, landet aber sanft auf einem guten 3. Platz. In England haben die Black Eyed Peas mit ihrer aktuellen Single gerade Platz 1 der Charts erobert. Und auch in Deutschland sind die 4 in Richtung Chartspitze unterwegs, machen allerdings nochmal Halt. The Time steigt von der 3 auf Rang 2. So sahen sie also aus, die Plätze 10 bis 2 der deutschen Charts zum 4. Advent.
Und jetzt gibt's das Geschenk, was ich versprochen habe, was wir zusammen auspacken. Und da könnte wahrscheinlich das Kind, falls dieses Geschenk vor ihm liegt, sagen, oh, endlich der Elefant, den ich mir so lange gewünscht habe. Dann macht er auf und denkt so, was ist das denn? Das ist IZ, Israel Kamaka Vivo Ole mit dem Hit Over the Rainbow. Er hat's wieder geschafft. Er ist Nummer 1. In diesem Sinne, schönes Wochenende, schönen vierten Advent und tschüss.